Aber du hast heute gegen Coco gespielt, die ja bis jetzt ein Riesenturnier hat und eventuell ja noch Chancen auf eine Norm hat. Echt? Ja, das euer Turnier ist normfähig. Und, ja, ja. Stimmt, habe ich noch gar nicht dran gehört. Aber auf jeden Fall, mit Weiß gegen sie, hast du schon mal gegen sie gespielt? Ja, das war, keine Ahnung, U8, Deutsche Meisterschaft. Ach so, schon eine Weile her also. Ja, also das war auch ganz besonders irgendwie. Ich hatte, ich weiß nicht, ob ich weiß oder schwarz war, zumindest hatte ich einen G-Bauern, glaube ich, auf der vorletzten Reihe. Ja. Dann könnte ich direkt davor und sie die Dame. Und ich dachte mir so, komm, jetzt versuchst du es einfach bei mir anzubieten. Und sie hat direkt angenommen. Ach so, ja, gut. Also da habe ich mich natürlich auch gefreut so. Ja, sie, für sie war das so, nee, keine Lust jetzt zu gewinnen. Ja, also das war geil. Ach nee, und noch einmal hatten wir gegeneinander, oder? Ja, und hatte ich verloren. Das stimmt. Dann, das war bei so in Sebens so offene Meisterschaft, wo auch U8 irgendwie. Ja, na gut. Und das heißt, heute dann nochmal gegen sie. Und mit Weiß, sicherlich hast du versucht, heute ist der Tag, heute gewinnen wir mal. Und zeig uns gerne deine Partie. Das war ja wirklich auch eine wilde und ereignisreiche Partie. Ja, soll ich mal? Genau, du kannst hier einfach vorklicken. Ja. Okay. Du kannst auch die Maus darüber stellen, wenn das einfach für dich ist oder so. Okay. Ja, okay. So, ich habe ein bisschen D4. Also, ich wusste halt nicht, was sie hier drauf spielt. Ich habe einfach gedacht, komm, springe F3. Ich habe mich jetzt auch nicht riesig vorbereitet. Probieren wir mal was Neues aus. So, gut. Das hatte ich mir auch kurz angeguckt, weil das halt, ja, ist so. Und jetzt, also die meisten spielen jetzt A6 oder Läufer B7. Ja. Aber Läufer D6 ist auch interessant. Also ich wusste halt nur, dass es das gibt. Mhm. Dann ist einfach die Idee, immer schnell mit E5 zu spielen. Ja, ja, genau. Und das, ja, genau. Und das ist aber trotzdem ein bisschen... Also ich glaube, das spielen nicht ganz viele. Also spielen schon auch welche. Aber das ist halt ein bisschen mehr tricky, finde ich. So, Rochade. 4 E5, ja. Und jetzt hatte ich eigentlich gar keinen Plan. Also ich habe jetzt ziemlich lange überlegt. Keine Ahnung, wie lange habe ich überlegt. Das über 20 Minuten. Zug, so. Wenn du den Zug ausführst, ja, ja, genau. 20 Minuten. Genau, 23 Minuten. Na und gut, jetzt, aber H3 ist ja logisch, ne? Wenn du Läufer E3 machen willst, dass kein Springer G4 kommt. Ja, genau, also ich habe jetzt hier mehrere Sachen überlegt. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Springer E2 zeigt sein, okay. Also ich habe jetzt verschiedenes überlegt, also ich habe auch D5 überlegt, aber ich glaube D5 ist Schwachsinn, weil man einfach rausnehmen kann und wenn ich den Springer schlägt, B5 macht, kommt, die schlägt eh. Also ich kann es auch kurz noch zeigen, so. So, und jetzt hier rausnehmen, jetzt kann ich halt hier nicht rausnehmen, weil wenn ich dann auf D3 nehme, kommt halt E4. Mhm. Und dann ist da noch ein Gabel am Ende. Genau, und wenn ich jetzt direkt rausnehme, habe ich gar keine Ahnung, irgendwie sowas wie Springer C5 oder sowas. Und jetzt ist es mit der Festung ein bisschen, ich weiß nicht, verstehe ich bestimmt nicht besser. Also, da habe ich ein bisschen überlegt, ob da irgendwas anderes noch geht. Genau, dann... D schlägt, also ich bin mir halt nicht, wie war es mit F4, Schach, hier rüber, da war ich mir auch nicht so sicher, wie die Stellung ist, weil, keine Ahnung, es sieht irgendwie ein bisschen, jetzt ist der Läufer frei, ich weiß nicht, ob man mit Läufer G4 irgendwie ein bisschen rumnerven kann. Man will dem Gegner ja auch nicht helfen, den Läufer ja, zu genau, ne? weil bei der Stellung ist eben noch der Springer so davor und der Läufer muss gucken, geht dann nach B7 oder, ja, und ich habe gedacht, okay, das, die Option kann ich mir noch offen halten und wenn sie rausnimmt, kann ich halt wieder nehmen und Springer F5 ist halt schon ein bisschen nervig dann. Das stimmt natürlich. Ich habe mir halt dann irgendwann gedacht, ja okay, was ist eigentlich ihr Plan? Habe gedacht, okay, komm, mach's jetzt einfach H3. Guck mal, der Gegner auch die Möglichkeit, Fehler machen zu lassen, ne? Also ja, H3, ein Luftloch und Läufer E3 vorbereiten, irgendwie so. Jetzt hat sie A6 gemacht, ja. Läufer E3, Läufer B7. Ja. Also damit sie zwei eigentlich hauptsächlich, also Türme erstmal verbinden und falls mal irgendwie sowas wie B4 kommt, damit der E4 einfach nochmal gedeckt ist, falls da irgendwie eine Kombi geht. Mhm. Ja, ausnehmen. Ja. Okay. Ist halt hier jetzt ziemlich nervig mit der Festung hier, also... Ist jetzt noch keine Festung, aber mit der Gegenüberstellung, weil Springer F5 ist immer mal eine Option oder ich weiß nicht. Also oder mit F4, E5, also das ist schon ziemlich nervig hier. Ja. Ist hier rausgenommen. Ah, ja, hier stehe ich schon und ziemlich gut. Hilft dir ja, dich zu entwickeln, ne? Also genau, also das war. Ja, ich glaube, damit C7 muss man machen, weil ich drohe halt Springer F5. Und. Genau, wenn sie halt mit dem Läufer zieht, kann ich halt irgendeinen Abzug machen. Ja. Mhm. C7, Springer F5. Jetzt hat sie ziemlich lange überlegt.
Also, der Läufer H2 ist auf jeden Fall ein Statement, ne? Also, ehrlich gesagt, an den habe ich gar nicht so richtig gedacht. Also, ich habe gesehen, ja, okay, kann man machen, aber ich habe eher Läufer E7 gedacht, aber vielleicht ist er auch besser, auf jeden Fall nerviger. Genau, und jetzt das... Das war soweit alles richtig, wie du gespielt hast, genau. Glaube ich. Genau, und jetzt ist halt, ne, jetzt kannst du mit G3 nicht den Läufer fangen. Ja, dann genau. Ja, also ich muss sagen, ich habe C5 gar nicht gesehen. Ich habe gedacht... Aber das ist ja die einzige Chance, ja. Wenn du zu Springer C5 noch kommst, ja, dann kannst du was aufgeben. Ja, das stimmt. Ja, ja. Ich habe auch gedacht, ja, okay, ich mache einfach den hier rausnehmen kannst, wenn ich einfach G3 mache. Ja. Und dann, aber sie hat halt recht schnell C5 gemacht. Ich habe gesagt, ups. Also, ja. Aber es ist nichts passiert. Ja, genau. War alles gut. Ich kann ja mit F3 einfach gut decken. Und jetzt hängt eben der C5 und ja... Hier hättest du tatsächlich genau die Qualität opfern können und wäre es ziemlich gut gestanden, weil dein Springer auf F5 einfach so riesig ist und du dann auch mal sehr gut gegen G7 spielen kannst. Ja, das stimmt. Also Läufer C6, muss ich sagen, habe ich auch nicht gesehen. Ich habe den in Verzweiflung vorgeschlagen, weil alles andere in eine noch blödere Richtung geht. Ja, das stimmt schon. Ja, aber ja, Turm D2 sieht ja auch nicht verkehrt aus. Ich meine, du gehst aus dem potenziellen Spieß raus. Ja, und ich habe jetzt überlegt, ob ich irgendwie Turm FD1 mache. Also ich einfach Springer schlägt E4, also das geht, glaube ich, einfach nicht, aber ich dann irgendwie mit Dame F2 oder so. Aber ich habe gedacht, ja, komm, ich gebe ihr gar nicht die Möglichkeit, den zu machen, weil wenn ich jetzt mit, was ich jetzt gemacht habe, wenn sie dann hier Springer schlägt, ja, okay, es geht halt einfach nicht, weil die Dame das wieder deckt. Genau, also jetzt hat sie rausgenommen, ja, also... Ja, ich glaube, die Stellung ist einfach schlecht. Also deswegen. Für sie meinst du? Ja. Ja, sie muss halt jetzt immer noch Zeit auf ihren Läufer auf H2 verwenden, ne? Weil ja, der das macht stimmt, da halt genau, jetzt nicht wirklich viel. Und meine Figuren sind da einfach viel aktiver. Also eigentlich jede Figur steht besser von mir. Ja. Also das G6, ja, genau, das war... Ja, genau. Und jetzt habe ich auch recht lange überlegt. Damit C6 habe ich auch überlegt. Also ich habe überlegt, ob ich Springer E7 mache. Genau, und... Dann einfach irgendwie. Ach, einfach um auf Teufel komm raus den Läufer zu behalten. Ja, ja, genau. Also da wusste ich nicht ganz genau, aber ich war mir nicht ganz sicher, ob das mit dem. Ich habe halt so schwache Felder, ob das dann mal nervig ist mit irgendeinem Einstieg, aber ich glaube wahrscheinlich eher nicht. Damit C6 hatte ich auch überlegt. Warum habe ich den nicht gemacht? Ja, ich weiß auch nicht wirklich. Ja, gut, ich habe. Ja, das war jetzt, war ich auch nicht mehr ganz so zufrieden. Weil ich habe schon ein bisschen Schwächen und irgendwie so Ideen wie Dame G3, Dame H4 oder irgendwie so, die kann ich zwar immer mit Läufer G5 ein bisschen relativieren, aber trotzdem ist es ein bisschen nervig. Ja. Na gut, jetzt hast du den ersten Bauern eingesammelt, ne? Ja, aber sie hat halt, jetzt habe ich... Wahrscheinlich war es einfach nicht so schlau. Ich habe jetzt ihre Figuren viel aktiver gemacht. Jetzt den. Genau, ja, das war auch. Ich habe, als ich Läufer B6 gespielt hatte, habe ich gedacht, okay, damit D6 mache ich, damit schlägt C4 und wenn sie den Läufer rausnimmt, nehme ich den Läufer raus, habe ich zwei Bauern mehr. Und dann, als ich dann überlegt hatte, hatte ich gedacht, ups. Dann kommt der Turm D2 und das ist ziemlich nervig und die Engine sagt jetzt auch irgendwie nicht so. Ja, das habe ich mir dann auch gedacht. Habe ich nicht so schlau abgewickelt. Ich habe gedacht, ja, ganz zur Not machst du irgendwie das Endspiel 4 gegen 3, aber es ist halt, ja, das. Ja, das habe ich nicht so gut abgewickelt. Aber habt ihr nicht gemacht? Ja, ja, also irgendwie Coco. Ich weiß nicht. Genau, Turm D7, ja. Und jetzt kannst du halt einfach die Damen tauschen und hast die beiden mehr Bauern. Ja, genau. Und jetzt hast du sie es auch noch so gemacht, dass es noch schlechter wird. Aber was heißt noch schlechter? Dass du noch Läufer C7 bekommen hast. Ja, ja, genau. Also ich habe jetzt gedacht, halt rausnehmen. Also ja. Und dann halt wenigstens noch auf die zweite Reihe gehen. So. Ja. Irgendwie so. Und aber ich kann halt mit A3 machen und dann... Das spielt man auch nicht gerne mit Schwarz. Also, das müsste ja auch einfach direkt verloren sein. Also, den. Nee, warte mal, ich kann auch direkt A4 spielen. Und jetzt renne ich halt irgendwie los und irgendwie kann Schwarz halt nichts machen. Ja, klar, weil du auf dem Königswügel ja auch noch einen mehr hast. Ne? Genau, und der König kommt, glaube ich, sowieso zu spät. Also, irgendwie den.
Genau, und ich mache dann einfach Turm A8 und Turm 1 und A8. Ja. Kannst ja vielleicht noch schnell zeigen, wie es dann in der Partie kam. Genau. Sie ist ja nicht so in das Turmenspiel gegangen, sondern hat ja noch. Ja, also sie hat ja einfach auch nicht so viel Zeit und irgendwie so. Das hast du ja. Ideal auch noch mit dem Turm hinterm Freiraum. Ja, so genau. Ist das nämlich, wie es im Lehrbuch steht, ne? Ja, okay, und jetzt hast du da noch ein paar Bauern eingesammelt? Ja, genau, jetzt hat sie halt bis zum Schluss gespielt. Hat sie dich matt setzen lassen, oder? Nee, kurz bevor der Dame, okay, ja, sie hätte schon eher früher. Ja, genau, und jetzt ist halt durch. Ach, die Dame hast du dir noch holen dürfen. Ja, ja. Jetzt hätte ich zumindest noch Turm H2 probiert. Vorher hat es eine kleine Ruhe gegeben. Ja, ja. Ja. Ach schön, wenn du Turm H2 mit dem König nimmst, ist Patt, ne? Ja, aber. Ja. Ja, kann man noch probieren. Ja. Ja, aber freut uns wirklich sehr, dass du gewonnen hast heute. Also wird ja auch mal Zeit, ne? Ja, das stimmt, ja, richtig schön. Gegen wen spielst du denn morgen noch? Carmen. Gegen Carmen. Und wie würdest du sonst so das Turnier für dich beschreiben? Ist ja das erste German Masters für dich, also auch. Vorher, wie hast du gedacht, wie wird das so ein Turnier, wo man wirklich nur gegen starke Leute spielt? Ja, also ich habe mich schon gefreut so. Aha. Ich habe nicht erwartet, dass ich so schlecht spiele. Naja, ist ja auch manchmal ein bisschen ärgerlich mit dabei. Also du hattest ja schon Chancen, die dann halt manchmal halt dann einfach nicht ergriffen wurden. Aber du hast ja jetzt nicht durchweg schlecht gespielt. Das kann man ja so auch nicht sagen. Jetzt sag uns doch noch, also, oder am besten nur mir, weil ich verstehe das alles gar nicht. Was hast du für einen Elo-Faktor im Moment? 40. Ach, immer noch den 40er. Wie lange hat man den? Bis 18. Bis 18. Ich habe wissen Zeit. Kann ich noch wissen. Da kannst du doch gewaltige Sprünge machen. Ja, aber mit dem Turnier geht es erst gewaltig nach unten. Ja, also, gut, dafür gewaltig nach oben und gewaltig nach oben. Das ist schon wahr. Streng dich morgen an. Dann, ja, ja. Wie alt bist du jetzt? 15. 15, ja, dann hast du wirklich noch ein paar Jahre Zeit, ne? Genau. Ja, manchmal hat man gute Turniere, manchmal schlechte und manchmal gewinnt man halt gegen die amtierende deutsche U18-Meisterin. Muss man auch erstmal schaffen. Ich bin ja auch immer neugierig in der Bundesliga-Frage. Ihr seid doch auch aufgestiegen. Ja, in die wir spielen auch. Also welcher Verein ist das? Sag doch mal einfach, wo das ist und wie das funktioniert. Ja, also der Verein heißt Schachzentrum Seeblick und der ist in Dippoldiswald, also in Dresden, eine halbe Stunde entfernt. Das war doch auch eine riesen Überraschung, dass ihr aufgestiegen wart, oder? War das ja, so? Also eigentlich schon. Wir hatten halt die erste direkt verloren. Aha. Und dann haben wir halt alles gewonnen. Ja. Und deswegen sind wir halt noch gerade so. Also eigentlich war halt Pankow so. Also das war früher die DDR-Nationalmannschaft. Ja. Ja, die aber sind schon nicht so schlecht gewesen, ne? Ja, also wir hatten natürlich auch Glück, dass Charles 7 aus 7 gemacht hat, also so am Brett 1 deswegen. Also es kommt auch nicht jeden Tag vor. Richtig überzeugend hat sie da gespielt. Ja. Aber das wird dann dein erstes Jahr Frauenbundesliga, ne? Und freust dich drauf? Ja. Welches Brett wirst du spielen? Also bis jetzt bin ich an 4 gesetzt, aber es werden bestimmt nicht alle spielen, also wahrscheinlich so zwischen 2 und 4 eben. Da wirst du auch starke Gegnerin haben in der Frauenbundesliga. Egal, ob 2 oder 4 ist. Ja. Dann wünschen wir viel Glück für die kommende Saison und auch morgen. Und mit dem 50er-Faktor, nee, 40er. Aber schön, dass wir dich auch nochmal hier sehen durften in der Analyse. Jetzt waren alle, nee, die Steffi war noch nicht und da. Und die Margarita war auch noch nicht da. Ja gut, die hätte aber kommen können, die hat schon 2 Partien gewonnen. Ja. Das ist ein anderes Thema. Steffi hat auch schon gewonnen, so aber ist nicht. Ja. Ja. Na gut, aber ersten schön, Sieg dass du noch. Man keine schlechte Laune. Ja. Schön, dass du da warst und noch schönen Abend und viel Erfolg morgen. Danke. So. Und wir haben ja heute einen richtig frühen.